Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 18 Karimodus mit dem HSV und natürlich wieder mit mir, dem Dominik. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ihr seht, heute ohne Facecam. Es liegt daran, ja, in den letzten Tagen war das sehr, sehr heiß. Es ist heute auch noch super warm. Und deswegen hatte ich auch nicht aufgenommen, weil es ist einfach sehr, sehr unangenehm, hier an meinem PC zu sitzen, weil hier herrschen Temperaturen schon an die 40 Grad. Das ist schon echt heiß. Ja? Und heute ist ein etwas kühlerer Tag, aber immer noch warm. Und wenn ich zusätzlich noch meine Softboxen hier anmache, dann ist das hier sowieso eine absolute Sauna drin. Und ich hatte gerade schon eine Nachricht gelesen, und dass einige Ziele gefährdet sind. Welche denn? Ach ja. Ja, Markenpräsenz. Ah, gut, einen Stürmer zu kaufen ist es. Ja, gut. Ja, muss nicht sein. Ja, das sollten wir eigentlich alles hinkriegen hier. Ja, unsere Bewertung vom Vorstand liegt bei 85%. Das ist eigentlich ganz ordentlich. Wir können mal kurz auf die Tabelle gucken. Wir stehen relativ gut da. Mit 49 Punkten, genauso wie Bayern München. Jedoch ist unsere Tordifferenz besser. Aber ey, wir haben die meisten Gegentore. Nee, haben wir doch nicht. Augsburg hat die meisten Gegentore kassiert. Eieieiei, aber wir haben echt viele Gegentore kassiert. Das ist schon echt heftig. Naja, wir werden jetzt erstmal ein paar Spieler trainieren. Einfach mal ein bisschen machen hier. Zack, zack, zack. Da sehen wir, der Bell hat sich verbessert. Soll sein. Ah, ewig nicht mehr aufgenommen, ey. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, ey. Immer dieses Sprechen, ne? Ich bin halt nicht so dieses Sprechen gewöhnt. Ich bin auch nicht so der gerne viel gequatscht. Ja. England möchte uns haben. Na, ja, nicht. Australien und China. China. Ja, England ist einfach nichts für uns. Ne? Wir können mal kurz gucken, wie es aktuell aussieht hier. Ja, wir haben doch einige Spieler. Gomesh, der kann hier mal mit rein. Ach nee, so sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich weiß, gegen Baku war letztens ganz gut. Ich muss mal kurz gucken, gegen wen wir als letztes überhaupt gespielt haben. Begegnungen. Das war gegen die Bayern. Ach ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Stimmt, das war ja ein richtig krasses Spiel. Ja, jetzt erinnere ich mich dran. Aber wir spielen mal direkt. Oh Gott, ich muss niesen. Oh, nee, doch nicht. Oh, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man niesen muss, aber dann doch nicht niesen muss? Eieieiei, das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Ja, ich hoffe, die Tage werden jetzt etwas kühler. Oh Gott, was ist denn hier los? So. Weil an manchen Tagen ist es echt super unangenehm. Ja, also, es ist auch aktuell, wo man muss sagen, es ging eigentlich von den Temperaturen her. Nur, wenn da Schwüle kommt, dann ist echt vorbei. Dann ist wirklich, wirklich vorbei und das ist halt jetzt so, wenn es regnet, dann ist echt unangenehm, weil dann die Luftfeuchtigkeit so hoch. Kann ich überhaupt nicht ab. Ich glaube, das kann keiner so wirklich. Oder, passt perfekt, ey. Exzellente. Was schöner Pass. Nur gut gemacht. Na, viel Spaß mit Van Buschmann und Wolf Fuß. Eieiei, bin ich schlecht. Eieiei. Naja, viel Spaß. Er ist der Topscorer der Liga, aber kann er auch heute wieder glänzen? Kann er uns auch heute wieder begeistern? Wir werden es erleben, live. Die Fans können es kaum noch erwarten und wir auch nicht. Bundesliga-Fußball steht auf dem Programm. So ist es, Wolf, und da sind wir natürlich live dabei. Das lassen wir uns nicht entgehen. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Hertha BSC. Treffsicher sind sie ja. Das wollen sie sicher auch heute vor den eigenen Fans zeigen. Und sie haben natürlich auch in dieser Partie beste Chancen.
Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Und so werden es die Hertaner heute angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Der Hamburger SV will heute direkt den nächsten Sieg einfahren nach diesem Auswärtserfolg, als man es mit dem FC Bayern München zu tun hatte. Ja, war eine ziemlich knappe Angelegenheit, dieses 3-2. Aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich wieder Ja, und es geht los. Der Hamburger Sportverein von links nach rechts gegen Hertha BSC. Von rechts nach links. Der HSV natürlich wieder mit den roten Hosen und den weißen Trikots. Hertha komplett in dunkelblau. Und uiuiui. Uiuiui. Erste Möglichkeit für die Berliner. Aber einigermaßen geklärt. Und ich hoffe, man hört keine Ventilatorgeräusche, weil, wie gesagt, es ist ja super warm hier. Und, ohne Ventilator. Ey, Schiri! Schiri! Das war kein Foul? Ich bitte dich. Also, ich hatte ja angekündigt, einen Livestream zu machen. Den hätte ich auch gerne tatsächlich in der letzten Zeit gerne gemacht. Aber wie gesagt, es ist einfach zu warm dafür. Es ist einfach viel zu warm dafür. Und wie gesagt, wenn die Temperaturen denn wieder ein bisschen runtersinken, oder falls es mal einen Tag geben sollte am Wochenende, wo die Temperatur runtersinkt und ich noch nichts vorhab, dann kann es gut passieren, dass sehr, sehr schnell ein... Ah, ist das Abseits? Eieiei, das gibt's doch gar nicht, doch. Dann kann es gut passieren, dass wir einen Livestream machen. Aber wie gesagt, da müssen erstmal. Muss alles erstmal dran stimmen. So, wir wollen es erstmal wieder mit Passspiel probieren. Aber so natürlich nicht. Über Einsatz. Ich muss sagen, irgendwie FIFA läuft gerade ein bisschen flüssiger als sonst. Also, es gab ja jetzt auch das WM-Update. Vielleicht gab es ein kleines Performance-Update. Aber so flüssig habe ich, glaube ich, FIFA lange nicht mehr gespielt. Halilovic. So, Halilovic, jetzt hat er ordentlich Platz. Bobby Wood! Ah! Knapp übers Tor. Schade, schade. Bisschen zu weit nach links und ein bisschen zu weit nach oben, glaube ich. Bisschen zu weit nach oben. Ne? Bisschen Bescheid. So, man kann ja ein bisschen über HSV sprechen. Siehst du, was ich eigentlich in der letzten Folge euch zeigen wollte, ist, ich habe mich tatsächlich als HSV-Mitglied registriert und habe tatsächlich jetzt auch gestern den Brief bekommen und weiß aber nicht so genau, weil da stand, Mitgliedsausweis liegt dabei und ich habe bis jetzt keinen gefunden in dem Brief. Also ich hoffe, der kommt entweder noch oder ich... Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall jetzt erstmal Kostic. Oh, schwach geschossen. Es gab ja einige neue Mitglieder beim HSV. Das sind ja, glaube ich, was stand drin, über 7000 Mitglieder in kürzester Zeit. Jetzt seitdem der HSV offiziell abgestiegen ist. Ich finde, dass der HSV, oder ich glaube, dass der HSV, besser gesagt, eine gute Chance hat, sich in der zweiten Bundesliga zu beweisen. Natürlich müssen sie das auch dementsprechend beweisen. Jetzt vielleicht. Ah, der ist ein bisschen zu lang. Schade. Hätte was werden können. Aber Bobby Wood ist nun mal nicht so der Vorbereiter, sondern eher der andere. Der Halilovic. Also siehst du, ich wollte eigentlich mit Arp spielen. Siehst du, aber den wechseln wir ein nachher. Weil... Bei den Bayern... War das Bayern-Spiel? War das das Bayern-Spiel? Ich weiß es gar nicht. Philipp Kostic. Ah, oh. Das war irgendwie... Ich weiß auch nicht, was ich da machen sollte. Ich habe irgendwas gedrückt.
War es das Bayern-Spiel? Ich weiß das gar nicht. Nee, das war gar nicht das Bayern-Spiel. Was war denn das für ein Spiel? Ach, Mann. Ich glaube, das war das Spiel davor, oder? Ja, schön gespielt von Wallace. Ach, das war schwach gespielt. Unser Kai. Da ist Kostic. Oh, was ist denn das hier gerade? Ja, Kostic, komm. Richtig so. Douglas Santos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh. Ich krieg die Pässe irgendwie gerade nicht durch. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich noch nicht so ganz bei der Sache bin. Stocker. Jetzt können sie vielleicht kontern. Oh, Papadopoulos. Berlin immer noch. Abstoß. Huiuiui. Ja, es gibt ja auch drei neue Nachrichten. Also der Luis Holtby hat ja beim HSV verlängert. Dazu auch noch Sakai und Aaron Hunt. Was ich gar nicht so verkehrt finde. Ah, das war zu schwach wieder. Ah, die Pässe sind gerade zu schwach. Oh nein. Nein, nicht er. Nicht Barco. Gute Aktion. Das ist das Scheiße. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion. Das ist doch scheiße jetzt, ey. Das hat er stark mit dem Inriss gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, wir wechseln sicherheitshalber Barco aus. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Man weiß ja nie. Und den spielt er gleich wieder zurück. Ja, da ist Luis Holtby. Holtby! Oh, was ein starker Schuss! Oh, erste gute Möglichkeit für den HSV. Ja, vielleicht hat es ja doch was gebracht. Jetzt nochmal Bobby Wood. Eieiei. Ball nicht richtig getroffen. Ah, der HSV hat jetzt vielleicht doch einen kleinen Weckruf bekommen. Oh, was ist denn das hier gerade? Also irgendwie, weiß ich nicht, habe ich gerade mit dem Passen mächtige Probleme. Ich stelle mir das alles ein bisschen anders vor. Douglas Santos. Oh, ja, genau das meinte ich. Bobby Wood. Ey, das kann ich, das ist ein Steilpass und... Oh, Mann. Manchmal sind das keine Steilpässe, die da kommen, ey. Sondern irgendwie, keine Ahnung. Oh, lauf doch weiter und halt nicht an. So, Sakai. Sakai! Oh, nicht gut geklärt, aber es war doch noch einigermaßen alles gut. So, Holtby, Bobby Wood, Halilovic kann sich da durchsetzen. Hat den Ball da noch. Aber Ecke. Nee, was? Was ist denn hier los gerade? Ich muss echt mehr spielen, ey. Stocker. Ich bin zu alt für den Scheiß. Gut, den ja. Ball hier in komm. Ober. Ey, also irgendwie die linke Seite. Die rechte Seite, meine ich. Da holt er den Ball zurück. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Stocker. Ja. Kostic. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Ja. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das war gut. Das war gut und das war sehr gut. Nimm den Ball. Nimm doch den Ball, Mensch. Das war richtig gut gespielt. Schön gespielt von Halilovic, muss man einfach sagen. Durch die Beine da. Und den ja, Standardschuss, der muss einfach sitzen. Bobby Wood, sein 22. Tor. Ja, das muss einfach... Eieiei. Der muss einfach drin sitzen. Wunderbar, immerhin noch den Ausgleich zur Halbzeit erreicht. Wir werden das mal so weiterspielen.
und geht direkt weiter, zweite Halbzeit. Hier im Volksparkstadion. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Sehr gute Passquote. Wir müssen jetzt mal versuchen, wirklich gutes Passspiel durchzuziehen. Vielleicht die Chance jetzt. Ah, das kann nicht sein, Kostic. Ich setz den schon auf den stärkeren Linken und denk, ah, kommen solche Schüsse dabei raus, ey. Kostic. Schön, dass sie da die Offensive unterstützen. Ah! Ja, jetzt läuft's gerade, jetzt läuft's gerade. Oh, jetzt läuft's gerade nicht. Ja, 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 ja. Auf außen ist Platz. Komm, Van Drongelen. Da kommt der Pass, aber abgefangen, gut gemacht. Ey, Jungs. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Das ist ja wohl lächerlich. Harald Fimmler, ey, immer wieder dieser Harald, ey, ich sage dir. S2. Lange Flanke. Bullersbeck, ja, ja, hatte ich da gerade erstmal meine Sorgen gehabt, du. Da können Sie sich auf ihn verlassen. Weiter das Remis. Ja, schön. Das ist jetzt Platz ohne Ende. Platz ohne Ende. Platz ohne Ende. Jetzt Halilovic und der Pass. Der Pass war gar nicht so schlecht, aber Halilovic hat nicht mehr die Ausdauer. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Da. Kostic. Komm, Bobby, setz dich doch da durch, Mensch. Ja, wir werden, glaube ich, wechseln. Ui, ui. Halilovic verlässt den Platz. Ja, abkommt. Abkommt. Der wird das da vorne richten. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Der wird das da vorne richten. Und das völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Das war eine Eigentlich könnten wir jetzt mit zwei Spitzen spielen. Gibt Einwurf. Könnte vielleicht was werden. Oh! Schade. Oh, da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. Schön, Van Drongelen. Holpi gefällt mir einigermaßen auf der Außenbahn. Muss ich sagen. Aber das sind so schwache Pässe, also wirklich. Die Steilpässe sind so schwach heute. Die kommen echt kaum an. Bis auf die Torvorlage. Ah, wenn das mal nicht. Wenn das mal nicht ein schwacher Schuss war. Ein sehr schwacher Schuss sogar. So, wir müssen jetzt mal auf Offensiv setzen. Das geht ja hier so nicht weiter. Alter Falter, ey. Was ist denn hier gerade los? Also das ist eins meiner schwächsten. Mit einer meiner schwächsten Spiele überhaupt. Sakai. Guter Ball nach draußen. So, und Kunku macht es hier. Oh, schön gemacht, ab, schön gemacht. Super Tor. Alle Mann da ausgetribbelt. Und dann mit dem linken Fuß. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sein neuntes Tor in der Bundesliga. Fiete ab! Was ein schöner Treffer, wirklich super schön. Ich weiß jetzt nicht, war das ein Hackenpass von Bobby Wood noch? Ich habe das nicht so ganz erkannt dort. Ah, Holpi hat den Ball sicher. Schön gepasst, schwache Annahme. Ah, lag vielleicht auch an mir. Schön gemacht. Oh, das gibt oh, wäre kein Foul gewesen. Oh Gott, was ist denn hier gerade los? Da können Sie erstmal klären. Ja, der Ball kommt an, der Ball kommt an. Super Passspiel. Jetzt Holpi. Ah. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Luis Holpi. Und ab! Nummer 2! Mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Holpi! Er ist heute richtig gut drauf. Das war verdient.
Ey, ich hab's einfach versucht und es hat funktioniert. Ich fass es nicht. Sein 10. Tor. Alter, was geht denn hier ab mit Holpi? Ey, der gefällt mir sehr, sehr gut. Da auf der Außenbahn. Kann man öfter machen. Kann man öfter machen. Vielleicht mal Kostic rausnehmen und Holpi dafür reinpacken. Wieder. Holpi, der ist on fire gerade. Der ist super on fire. Jawoll! Und einen Elfmeter noch rausgeholt. Richtig, richtig gut. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Nee, das muss er abmachen. Der Schiedsrichter liegt richtig mit. Das muss er einfach machen. Sein 3. Tor. Und da ist das 3. Ding. Sensationell, wirklich. Phänomenal. Und ich sagte noch letztens, ich spiele nicht so gerne mit ihm, ne? Aber das hat ihn anscheinend so sehr gepusht, dass er jetzt in den letzten Spielen so einen Form hoch bekommt. Der Wahnsinn. Wirklich der absolute Wahnsinn. Jetzt müssen wir nur noch in der Verteidigung stärker werden. Die Defensive steht. Das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Kostic. Ah, oh, jetzt werde ich hier von allen weggeschubst. Stocker. Gibt's ja wohl gar nicht. Oh, ich habe mit dem Pass gerechnet. Ich habe den Pass gesehen. Und konnte nichts machen und konnte nichts machen. Paul ist back. Ah, wir wechseln, glaube ich, auch nochmal einmal aus. Wir haben ja jetzt Ab und Holpi und Dingmeier schon reingebracht. Deswegen werden wir nicht auswechseln. 10 zu 6 Schüsse. Die Ecke kommt. Darida. Ui. Und der Ball geht nicht rein. Gar nicht so verkehrt. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für den HSV. Boah, kriegt er noch. Kriegt er noch. Hat er noch. Ah, das war zu weit. Boah, schön gemacht. Sensationell. Also das Spiel gefällt mir. Hat erst am Anfang so ein bisschen gedauert, bis der HSV kommt. Jetzt Nkunku. Ah, wird weggedrängt. Schade. Hätte was werden können. Muss Einwurf geben. Ah, der HSV kann das jetzt eigentlich super runterspielen hier. Abseits. Eieiei, da bin ich mir jetzt aber nicht gerade sicher. Stuttgart! Da könnten sie sich erneut Hoffnungen auf einen Erfolg. Oh, kommt er an, der kommt an! Wunderbar! Jetzt vielleicht Holpi. Oh, ich hätte es ihm so gegönnt, dass er sich selber noch belohnt. Ecke kommt! Ei. Aber nochmal. Noch eine Ecke. Da ist noch eine Ecke. Oh, was geht denn hier gerade ab, doch? Da sehen wir das gute Spiel bislang von ihm. Er hatte hier schon einige gute Szenen. Also mit dem haben sie wirklich richtig große Probleme. Ecke kommt rein. Ich wollte gerade Holpi schreien, aber es war ab. Eieieiei. Oh, ich dachte, der wäre drin, doch, ey. Oh, Mann, schade. Ja, Ab, noch gut gemacht. Oh, schade, aber nochmal die Ecke. Das wieder Ab. Ach, schade. Ja, die Ecke kam bis jetzt nicht gut. Ah,
Immer mit der Ruhe. Ai, Santos. Was war denn? Ai, warum ist denn da so alles frei? Naja, Berlin kann nicht gut schießen, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt, das war ungefährlich. So, einmal rüber zu Dinkmeier. Ah! Gut gedacht, schlecht gemacht. Wie so häufig bei mir hier. 4 Minuten! Oh, das ist aber eine Menge Zeit. Ah, Pollersbeck hat ihn safe. So, da sehe ich die Lücke, da sehe ich was. Aber es hat nicht gereicht. Oh, es reicht vielleicht doch. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Müsste jetzt eigentlich Schluss sein oder auch nicht. Oder auch nicht, oder auch nicht. Pollersbeck nochmal. Wohl war. 4:1 endet das Spiel. Der HSV ging Hertha BSC. Bobby Wood mit dem Ausgleichstreffer und Arp mit den entscheidenden Siegtreffern. Ja. Da sehen wir nochmal das 1:0 für Hertha BSC. Gut gespielt. So ist das leider. Und da sehen wir nochmal den schönen Pass von Halilovic und dann den schönen Schlenzer von Bobby Wood. Und hier sehen wir, wie Arp da alle auseinander nimmt und den Führungstreffer erzielt. Und hier der wunderbare Pass von Luis Holpi auf Arp. Das war das 3:1. Und wo kommt denn das 4:1? Ah ja, genau, der Elfmeter. Ah, das war aber auch schon eine Grätsche für sich, du. Und er nimmt Anlauf und packt ihn unten rechts hin. Das 4:1 und somit der Endstand. Und hier nochmal eine schöne Parade von Pollersbeck. Wunderbar, die sehen wir auch noch einmal. Ja, das war das Spiel. HSV gegen Berlin. Ja, man kann jetzt einfach nur noch sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet beim nächsten Mal da ein. Wieder ein, wenn es heißt Haas, hier FIFA 18 Karrieremodus mit dem Haas und mit mir, den damit schön. Tschüss, haut rein, habt noch einen schönen Tag. Mensch, ey, was ist denn hier los?